Falls Sie die Sendung nicht gesehen haben, hier nochmal zur Erinnerung. Das war die Keyboarderin von Christina Bach. Schauen Sie mal rein. Hier sehen Sie. Und schauen Sie mal, was sie spielt wohl. Ja. Tick, 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 tick. Ja, und dann haben wir hier in der Sendung mit Christina Bach zusammen, habe ich das nochmal original nachgespielt, wie die Keyboarderin das gemacht hat. Schauen Sie sich das nochmal kurz an. Das war so. Christina Bach zusammen mit ihrer Keyboarderin nominiert für den Rat der Woche für ihre fantastische Performance in der Wunschbox. Herzlich willkommen, Christina Bach und Mercedes. Mercedes und Christina Bach. Sensationell. Endlich auch die Keyboarderin mit dabei. Und, alles klar? Ja. Mercedes. Alles klar. Ja, ich hatte ja in der letzten Woche fälschlich gesagt, heißt Mercedes, spielt aber wie Skoda. War nur ein Scherz. Es war nur ein Scherz. Ja, war nur ein Scherz. Genau. Mercedes, eher A-Klasse oder S-Klasse? S-Klasse. Die Leute machen oft Scherze, oder? Wie heißt du mit Nachnamen? Man gewöhnt sich dran. Ich heiße Wendler mit Nachnamen. Wendler. Wendler, ja. Mercedes Wendler. Mercedes Wendler. Das hört sich echt an wie ein Autohaus, das oder? Das ist richtig geil an, ich habe meinen Wagen von Mercedes Wendler. Ja, Mercedes Wendler in der Auerbachstraße. Ja, ja! 15:30. Ja. Ich habe irgendwie solche Früh. Ja, komm! Das war, was war das denn für ein Geräusch? Kannst du das sagen? Nein, es ist aber doch besser, wenn Leute solche Geräusche machen, als wenn sie sagen... Ich kann nicht gehen. Oh nein. Komm, ich mach mich, mach mal ein bisschen auf Partnerlook. Ich zieh noch mal an, oder? Das ist fast die gleiche Brille. Genau, ich habe schon geguckt, die Ränder, alles klasse, super klasse. Und? Ein bisschen wie Zwillinge, ja? Ja, mach mal. Wollen wir beide in die Kamera gucken da? Großartig! Ja, jetzt haben wir ja, Christina sogar hier ein bisschen gelogen, ne? Wieso? Die Lügen, Christina. Die feine Dame hat ihr gelogen. Wieso? Jetzt stehst du da. Ach, wieso? Du hast nämlich gesagt, du kannst nämlich wirklich doch kein Keyboard spielen, ne? Ich nein, überhaupt nein. nicht. Ich bin du hast gedacht, sie könnte, aber ihr sie kannte Agent andere. Hat sie so gut verkauft, ja. Sie kann alles. Naja, sah aber auch täuschend ähnlich aus, muss man wirklich sagen. Also wäre mir jetzt nicht aufgefallen, dass das tatsächlich... Aber du bist natürlich sehr musikalisch, denn du hast irgendwie noch eine eigene Band, stimmt das? Ja, ich habe eine große Band, Mercedes and the Kit Kat Club aus Berlin. Wie? Mercedes and the Kit Kat Club. Aus wo? Aus Berlin. Aus Berlin, Mercedes, was macht ihr für Musik? Ja, wir machen Plastic Swing, Kit Kat Swing. Ah, verstehe. Plastic Swing. Ja. Nein, du kannst aber natürlich in Wirklichkeit spielen. Du hast Instrumente mitgebracht, du bist Musiklehrerin. Stimmt's, Christina? Niemals. Nein, stimmt nicht. Du hast doch hier Instrumente mitgebracht. Nein, ich bin überhaupt keine Musiklehrerin. Ach, du bist gar keine Musiklehrerin. Was hast du denn für eine Scheiße erzählt, ja? Das ist ja... Blonde Schlagersängerin. Ja, dann was machst du denn? Also bist du noch nicht mal Musiklehrerin? Nein, überhaupt gar nicht. Also ich bin Saxophonistin, Flötistin und wie gesagt, hab die eigene Band, hab ziemlich viel zu tun. Saxophonistin und Flötistin, ja. Genau. Das ist doch schon mal was. Genau. Wie wär's denn mit Saxophon? Ja, gefällt dir. Pass auf, musst du vorsichtig sein. Spiel mal was. Kannst du einfach so improvisieren? Ja, nö, lass uns doch, wir können doch beide zusammen spielen. Ich hätte zum Beispiel, was ist denn die bekannteste Saxophonnummer? Careless Whisper. Na, da, 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 da. Kennst du? Du singst und ich spiel Solo dazu. Welcher Tonart hast du? Nein, spiel mal. Ja, sie kann nicht nur
nur Flöte spielen, sondern sie hat auch einen Song geschrieben. Und wir haben uns nämlich was überlegt für dich. Die Frage, die uns wirklich auf der Zunge brennt, wie man Stefan Raab verführt. Ja, ihr habt verführt oder vorführt? Verführt. Aha. Wie man Stefan Raab verführt? Mhm. Ist das das Lied, was ihr heute Mittag schon in der Probe hier gespielt habt? Ja. Habt ihr ein Problem, wenn ich rausgehe, während ihr nur dabei? Es ist nur ein Scherz. Nur ein Scherz, natürlich. Ihr spielt es vor. Ihr habt es richtig schön im Schlagerstil hier. Ja? Ich bleib sitzen, ja? Okay, ich höre es mir an. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Wenn der Fußball gut lässt, hol dir mal eine Flasche Bier. Wie war der Text? Wie man setzt euch doch ruhig wieder richtig wie hin. Wie man Stefan Raab verführt. Nee, nur noch mal sagen, nicht noch mal singen. Ich kann nur singen. Wie man Stefan Raab verführt? Da kenne ich ein paar gute Tricks. Wie man Stefan Raab verführt? Ne, ein paar gute Tricks habe ich genannt. Da kenne ich ein paar Wenn gute er Fußball Tricks. Guckt, lass ihn in Ruhe. Hol ihm mal eine Flasche was Bier. Was mir da reinmäßig einfallen würde, wie man Stefan Raab verführt, da kenne ich ein paar gute Tricks. Ja. Wie man Stefan Raab verführt, da kenne ich ein paar gute... Jetzt haben, jetzt haben wir also alles richtig gestellt. Also Mercedes ist tatsächlich weder eine Keyboarderin, noch eine Musiklehrerin, noch ein Auto, ja? sondern eine Flötistin und Saxophonistin. Ja? Und mal gucken, ob ihr mit dieser Lüge heute noch mal den Raab der Woche gewinnt. Ja? Schauen wir mal. Christina Bach und Mercedes. Ja.